Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von No One Lies Forever. Wir haben es ja geschafft, die Liste zu holen von der Baroness. Die Unity-Truppen sind auch eingetroffen hier, greifen das Schloss an. Es gibt Kämpfe überall. Die armen Wachen müssen ihre Mittagspause und Pinkelpause beenden. Und wir haben auch die erste von diesen Elite-Wachen besiegt. Sie liegt irgendwo da hinten. Da hinten sieht man noch ein Stückchen von ihr. Da liegt sie. Wir haben sie leider töten müssen. Ich hätte gerne lieber einen Boobfight gehabt. Aber leider gab es keinen Boobfight. Das ist natürlich schade. Aber wir können ja nicht alles haben. Und ich stelle fest, hier geht es gar nicht weiter. Weil ich jetzt schon ein bisschen seltsam finde, weil ich nicht weiß, wo ich hin muss. Und ich bin runtergefallen, bin gestorben. Und das finde ich auch nicht toll. Bin runtergefallen, bin gestorben. Das finde ich nicht toll. Komme wahrscheinlich nicht mehr zurück, weil ich nicht mehr weiß, wie ich da hinkommen soll. Hey! So. Also irgendwo muss es doch hier weitergehen. Ich weiß nur noch nicht, wo. Wo ich eigentlich jetzt jede Tür abgeklappert hatte, eigentlich. Bist du Geheimgang vielleicht zufälligerweise, dass ich wegschieben muss hier, dann komme ich hier durch? Nein. Ach, arme Frau, warum nur? Ich war doch jetzt schon überall gewesen, hab doch jede Tür versuchen wollen zu öffnen, aber keine von den Türen war da, hier geht auf. Vielleicht muss ich irgendwie ein Bild drücken, wollte ich gerade sagen. Dass ich vielleicht irgendwie so ein... Ah, verdammt! Dass ich vielleicht hier so ein Bild aktivieren muss, um dann vielleicht da irgendwie was zu reißen. Ich weiß es aber nicht. Ich meine, irgendwie muss ich doch hier weiterkommen. Irgendwie muss es doch eine Möglichkeit geben, dass ich klicken muss. Und ich dachte, weil die freie Umstände, die Gegnerin, dass ich dort hin muss. Aber irgendwie nicht. Warum fehlt eigentlich hier eine Kerze? Ist das Rätselslösung? Ich wollte die blöde Brille haben, ich habe sie schön verklickt. Gibt es hier irgendwas, was ich sehen muss? Auch nicht unbedingt. Jetzt bin ich ehrlich gesagt etwas überfragt. Wo ich jetzt eigentlich erlangen muss. Nein, auch nicht. Da muss ich zugeben, weiß ich jetzt offen gesagt auch nicht, wo ich hin muss eigentlich. Irgendwo ist ein Schalter, auf der vielleicht durch so eine Lampe verdeckt wurde. Ah. Hier sieht es doch aus, als ob ich hier durchkäme. Ah. Raffiniert, raffiniert. Jetzt bin ich hier. Ach, hier dieses Einzelschussding ist das. Ja, der Korrektor. Gut, dann nehmen wir das Ding mal. Obwohl, es hat eigentlich auch ein bisschen wie so ein Zielfernrohr, was ich nicht schlecht finde. Ja, das Ding hier. So, es gibt jetzt hier nichts weiter. Ach, schon, das war das, was ein explosives Geschoss hatte, ja klar.
Das wäre ein explosives Ding hier. Wir haben dich. Ich hab dich auch. Ganz doll lieb. Ach, es waren drei Kerle gewesen hier drin. Ah. Kann ich was klicken? Die haben sich eingesperrt hier. Die bösen Buben. Ja, für sowas ist das schon nicht schlecht jetzt. Das ist auch so. Anführungszeichen auffällig hier. Das ist natürlich zu. Hey, wieso geht der Spiegel hier nicht? Habe ich irgendwie eine Einstellung geändert, dass hier die Spiegel wieder nicht funktionieren? Die Spiegelung habe ich doch eigentlich nicht ausgestellt. Spiegel ein. Das ist wahrscheinlich auch wieder dreckig, der Spiegel. Wer weiß. Da. Ich konnte da nicht leiden. Ah, hier komme ich dann sowieso rein. Ich muss dann lang. Ah ja. Mich auch nicht. Deswegen muss ich sonst auf euch schießen, ihr Knallköpfe. Der jetzt abgehauen ist. Könnte möglich sein. Ich glaube, ich habe den auch noch erwischt, den Kerl. Ja, wo ist denn jetzt noch einer? Hier. Gut, dass die Einrichtung nicht kaputt geht dadurch. Ich könnte mir das nicht erlauben, wenn diese Einrichtung kaputt geht. So wie dieses Bett, was ein bisschen komisch aussieht, weil irgendwie müsste das Waderstückchen vorne sein noch, naja. Ein Fuchsbild. Ach, ziemlich hoch hier alles hier. Das ist ja von den Heizkosten, wenn man sich das mal ansieht, extrem hier. Solche hohen Decken alles. Ja. Vor allem hätte ich dann von der Logik her vielleicht lieber noch so eine Zwischenwand reingemacht, dass man noch das oben noch als Stockwerk genutzt hätte. Auch alleine, wenn dann der Rahmen nicht zu hoch ist. Werde ich jetzt sagen, wäre es für mich das Logischere gewesen. Ist das vielleicht ein Buch, was ich ja fotografieren kann als Hinweis? Oder als Geheimdienstdokument? Nee. Schade. Hat hier ein bisschen Munition gehabt. Sieht's hier aus? Nicht allzu viel mehr. Na gut, hier geht's langsam. Ist das ein Gepard oder ist das ein Tiger? Ne, Tiger sind vielleicht die gestreiften, die gepunkten müssen Geparden sein, oder? Gut, das ist ein Löwe. Hey. Muss ich hier lang? Ach, du bist einer von uns. Hey, du da! Ich bin hier! Meine Güte, wenn du die Fenster putzen musst hier. Ehe du erstmal die Position erreichst, um die Fenster putzen zu können, wüsste ich gar nicht, wie man da eigentlich hochkommt. Müsstest du erstmal ewig was aufhören, dass du die Fenster putzen kannst.
Ach so, das muss ich sagen, wäre mir ehrlich gesagt zu hoch. Ich will mal meinen Kollegen nicht warten lassen hier. Na toll, wie soll ich denn hier runterkommen, wenn ich da bald sterbe? Was ist das eigentlich für eine Logik? Ah, ja gut, jetzt, ja, es ergibt Sinn. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ah, ja, klar, das ist ja der Fahrstuhl. Ja, jetzt ergibt das Sinn. Ich erkunde noch ein bisschen, mein Freund. Mein Freund, ich erkunde noch ein bisschen. Wenn ich mit der rede, bin zu nah dran wahrscheinlich, ist dann gleich eine Cutscene und das möchte ich jetzt nicht. Ach, ich glaube, hier gibt es auch nichts weiter. Vor allem Unity-Truppen treffen. Du bist also die Truppen. Du bist also die Mehrzahl-Truppen. Na gut, du bist halt nur einer eigentlich, aber... Agent Archer, schön, Sie zu sehen. Der Hubschrauber steht im Hof. Wir schützen Sie. Okay, aber stellen Sie sicher, dass Sie innerhalb der nächsten Viertelstunde von diesem Berg hier runter sind. Warum? Es wird hier eine ziemlich große Explosion geben. Bist du okay? Wach auf da drüben! Nein, ich bin tot! Ich bin nicht okay! Du hast mich getötet, du böser, böser Bube! Agent, Achtung! Du hast deine Kontaktperson getötet, leck mich doch im Ärmel! Wenn der Typ sowieso stirbt, ist doch scheißegal. Du hast deine Kontaktperson getötet. Der war eben auch tot gewesen, wo die den umgebracht haben. Es ist doch egal, wenn der stirbt. Agent, lass sie nicht entkommen. Du hast deine Kontaktperson getötet. Agent, mal sehen, wie dir das geht. Du hast deine Kontaktperson getötet. Du bist böse, du hast deine Kontaktperson getötet. Agent. Warum läuft dieser Idiot auch genau vor meine Schusslinie? Besonders hell ist der Typ ja nicht unbedingt. Agent, ja. Badidam. Ich glaube, mit dem Ding kann man das vergessen. Wie viel Munition habe ich von dem hier? Na gut, muss ich es vielleicht mit dem versuchen. Agent! Naja, so war schon besser gewesen. Also Kontaktperson macht nichts mehr. Na ja, gut, Pech gehabt. So. Wie groß ist das Schloss hier eigentlich? Willst du mitkommen? Hallo? Nein? Na, dann lässt es sein. Bist mir sowieso nur am Weg. Du Null. Bin da schon einen gesehen, einen Gegner? Ich muss wirklich schon sehr genau ziehen mit den Dingen. Die Reichweite hält da eigentlich so die Welt. Als mein Locke finde ich das gar nicht mal so schlecht eigentlich.
Man merkt, das Ding ist halt auch experimentell. Nein, das kann ich auch nicht dulden. Also ich meine Schauschutz quer endlich einsetzen. Oh, wer schießt denn jetzt auf mich mit dem Granatwerfer? Ihr müsst nicht gleich übertreiben, mit Taub auf Schwarzen schießen, Mann! Manche Leute müssen sich es wirklich sehr übertreiben. Lieber die Körperpanzerung erst dann geholt, aber naja, jetzt ist es zu spät. So, noch ein bisschen Munition. Die meisten hatten wir jetzt aber auch nur die Waffe hier gehabt. Gestern war, das haben wir ja schon klar gewesen. Wenn man sich das mal ansieht, das Schloss sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Hübsches Ding. Das ist wirklich ein großes Anwesen mit mehreren Gebäuden, wenn man sich das ansieht hier. Ich komme aber auch nicht hoch, dass ich sagen kann, ich kann mich eben abseilen oder hier hochseilen mit dem, mit der Gürtelschnalle. Geht gar nicht. Wie es aussieht. Da haben wir so einen kleinen Funkturm da hinten. Plattform Hauptgundel. Was haben wir doch schon mal gelesen hier? Das weiß ich auch, dass ich hier bin. Du kannst mir nicht entkommen. Du mach auch nicht, Bursche. Ich nehme die Panzerung gleich mit, aber die Musik noch so ist, meistens sind noch irgendwelche Gegner hier in der Nähe. Ich wahrscheinlich eher die Kalaschnikow, das ist wahrscheinlich sinnvoller. Die ist zu stark. Das hänge ich noch fest an die blöden Kisten. Naja. Badida. Ich hasse das, wenn ich an Kisten festhänge. Ja, genau. Das hasse ich wie die Pest. Meine Güte, die hält aber was aus, die Frau. Badida kommt gar nicht mehr. Wenn die einmal Granaten wäre, kannst du wirklich vergessen. Ich habe sie trotzdem zumindest mal getroffen. Also nicht getroffen,
im Sinne von Dates, sondern getroffen, dass ich sie getroffen habe. Ihr wisst schon, was ich meine. Nein. Geh auf, du blödes Ding. Verdammt. So. Ich speichere trotzdem noch mal richtig ab. Arme, blonde, hübsche Frau. Mit Granate in der Hand. Wir hätten auch noch Spaß haben können. Naja. Warum wollen die Frauen nur keinen Spaß haben? Oder zumindest nicht diesen Spaß. Warum nur? Zur Hauptkonstruktion. Das ist die nächste. Daneben. 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 Nicht daneben. Daneben. Ich brauche nachladen langsam. Die dich einmal trifft mit der Phosphomodulation, kannst du es wirklich vergessen. Was habe ich denn noch als Auswahl? Das Ding ist eigentlich so verkehrt. Ich spüre es trotzdem mit dem Ding hier. Durch den Explosionsschaden. Ob ich die vielleicht besser weggeschossen. Denn irgendwas treffe ich dann schon. Dadurch, dass das Ding ja schließlich Explosionsschaden macht. Und die Melodie ist anders, also scheint sie erledigt zu sein. Deswegen nutze ich solche Waffen nicht unbedingt immer gleich. Denn du weißt nie, wann du die Dinger mal brauchst. Wie es bei solchen Kämpfen war es halt sinnvoller gewesen, das nicht gleich wegzumachen. Voll mit meiner Panzerung. Ein bisschen Leben ist verloren gegangen, aber es geht noch. Plattform Hauptgondel. Ach, schon mal haben sie hier gesprengt. Durch den Kampf. Das ist halt kaputt gegangen. Eigentlich ist das Schloss eigentlich wirklich mehr wie so eine Burg eigentlich. Hier sieht das wie das Haupttor oder der Hauptturm. Der Bergfried sozusagen. So sieht das ein bisschen aus hier. So als Hauptturm. Bergfried, wie gesagt. Wobei, das könnte es eigentlich auch am Anfang gewesen sein, vielleicht. Das ist ein brennendes Fass. Ein bisschen Munition, Phosphor-Munition. Ach, arme asiatisch aussehende Frau. Warum du eine blonde? Ein asiatisch aussehende und eine dunkelhäutigere Frau. Wir hätten zusammen als Vierer-Team hätten die Welt aufmischen können. Warum nur wolltest du das nicht? Naja. Und warum im Himmels Willen frierst du nicht? So eine Sau aber auch. Guckt denn der hin? Ich meine, wo guckt der Kate hin, meine ich natürlich. Und Kate guckt da hin, das ist nicht ganz so schlimm, weil Kate hat das gesehen und nicht wir und naja, wie komme ich jetzt da durch?
Dann lade ich gleich nochmal. Achso, die Kiste kann ich nicht kaputt machen. Achso. Komm ich vielleicht die irgendwie diese Plattform irgendwie hoch oder runter fahren? Ah, es könnte aber auch sein, dass ich vielleicht. Die Munition von dir hatte ich ja schon. Dass ich vielleicht hier hinten warten muss. Naja. Ah,